Hallo, willkommen zurück hier beim Pro Cycling Manager 2014. Wir sind bereits schon voll drin in der Malaysia-Rundfahrt in der vierten Etappe. Heute geht es von Toba nach Kapa. Wirklich tolle Namen, die man sich hier ausgesucht hat für diese Städte. In der Gesamtwertung sieht alles super aus. In der letzten Folge haben wir nicht die Malaysia-Rundfahrt gefahren, sondern wir sind, haben uns kurz beschäftigt mit dem Grand Prix de Almería, einem spanischen Eintagesrennen, und sind da tatsächlich Zweiter und Vierter geworden, was natürlich auch hier bei der Mannschaft, bei der Malaysia-Rundfahrt gut ankam auf jeden Fall. Das hat munter Laune gemacht. Und heute wird es vielleicht der kürzeste Part, den wir in diesem Let's Play bisher hatten, denn es geht heute nur darum, ja, den Sprint am Ende zu bestreiten. Das heißt, davor werden wir einfach mal gar nichts machen. Vier Fahrer haben sich bereits abgesetzt. Das sind die folgenden. Das ist einmal Mikin aus dem Rus-Velo-Team. Dann ist es Sikol, der Österreicher. Den kennen wir bereits aus der Suker Cycling-Mannschaft oder wie das hieß. Einmal, und dann ist es nochmal hier der Ilesic von United Healthcare. Und zu guter Letzt einmal Meyer von Drapac vom australischen Zweitliga-Team. Oder sind sie sogar dritte Liga? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, zweite sind sie. Die vier sind also jetzt mal auf und davon gefahren. Und wir werden jetzt wirklich nichts anderes tun, als ja, hier in achtfacher Geschwindigkeit zu simulieren und zu gucken, dass wir im Sprint eine Chance haben. Ich bin mir sicher, Regui ist heute bestimmt motivierter denn je, weil dadurch, dass Stauf gestern so einen guten zweiten Platz herausgefahren hat, wird er sich denken, naja, wenn der das kann, dann kann ich das doch wohl auch, oder? Und dementsprechend denke ich mal, Regui wird heute recht motiviert sein. So. Ich lasse hier gerade mal einen vorfahren, denn wie ihr seht, ist im Feld wieder null los. Die lassen die Ausreißer schon wieder gewähren wie sonst etwas und das geht einfach nicht so weiter. Pod GT wird jetzt mal nach vorne fahren, um ein bisschen für Tempo zu sorgen. Ich sag mal unseren wichtigen Leuten, dass die ruhig ein bisschen mehr chillen können. Die sollen einfach nur im Feld bleiben, einfach nur in der ersten großen Gruppe. Ich denke nicht, dass es heute um irgendetwas in Sachen Gesamtwertung gehen wird, dass da heute irgendwas passieren würde. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Von daher können die ruhig alle mal einen Pausentag heute sozusagen einlegen. Wichtig ist nur, dass die Ausreißer auf jeden Fall nicht zu viel Vorsprung haben. Natürlich wäre es schön, wenn man sie einholen könnte, damit wir eben den Sprint unter uns ausmachen können und damit eben auch mal Regui die Chance hat, eine Etappe zu gewinnen. Bislang hat es nicht geklappt, aber immerhin, Kudus hat für den ersten Erfolg gesorgt in der vorletzten Folge bei der Malaysia-Rundfahrt. Hier hat er die erste Bergetappe gewonnen von Zweien und damit auch einen ordentlichen Sprung in der Gesamtwertung gemacht. Und Andreas Stauf hätte gestern beinahe noch nachgelegt. Also die Mannschaft zeigt auf jeden Fall, dass nicht nur Gerald Ciolek hier die Erfolge einfahren kann. Nein, die anderen sind auf jeden Fall auch heiß. Und Kudus hat jetzt also sein erstes Rennen gewonnen. Stauf wäre gestern beinahe gefolgt. Und da merkt man erstmal, wie ausgeglichen unsere Mannschaft ist. Also es ist bei weitem nicht nur Gerald Ciolek, der hier die große, große Geige spielt. Nein, es sind auch die etwas kleineren Fahrer, die hier echt gute Leistung zeigen. Das soll man an der Stelle schon mal würdigen. Und wie ihr natürlich wisst, ist das hier alles dopingfrei. Also ihr seht ja, dass ich hier, ich zeige euch ja alles im Let's Play. Hier wird gar kein Doping organisiert, wie ihr merkt, ne? Also im Gegensatz zum Real Life ist hier alles clean. Ob es im Real Life so ist, na, das weiß ja nur das himmlische Kind, ne? Aber lasst uns nicht über Doping reden. Nicht in diesem schönen Spiel. 2,5 Minuten Vorsprung haben die da vorne noch. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Pod GT hat sie tatsächlich im Griff, was mich ein bisschen wundert, um ehrlich zu sein.
Denn er ist wirklich nicht der beste Fahrer und das sind immerhin 4 nicht beste Fahrer. Also, zahlenmäßig sind sie schon überlegen, aber scheinbar nicht leistungsmäßig. 3 Minuten haben sie, die Distanz, die... Jetzt wollte ich der Abstand sagen und habe dann Distanz gesagt. Der Abstand ist immer noch konstant, ungefähr bei 3 Minuten. Das ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich werde mir kein Bein ausreißen, um die Ausreißer einzuholen. Das bleibt auch heute so. Denn es lohnt sich einfach nicht, weil Regui kein sicherer, zuverlässiger Sprinter momentan ist. Soll heißen, er könnte mal eine Etappe gewinnen, vielleicht, theoretisch. Aber praktisch würde ich meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Und also dementsprechend brauche ich hier mir gar keinen Stress zu machen, da ich hier meine Helfer aufbrauche. Dann warte ich damit lieber bis zum morgigen Tag, wenn es die zweite Bergetappe gibt. Denn da wird es ja richtig spannend. Dort geht es darum, wer von uns wird um den Gesamtsieg mitkämpfen. Und vor allen Dingen, wer wird die Rundfahrt denn gewinnen? Denn ich denke schon, dass wir morgen nach der Bergetappe wissen, wer die Rundfahrt gewinnen wird. Denn danach, wir haben uns die Rundfahrt ja schon angeguckt, wird es nur noch flach. Und auf diesen ganzen Flachetappen, da wird sich nicht mehr viel verändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wird sich das dann eben schon bald entscheiden. So, nur noch 17 Kilometer sind bis ins Ziel. Es ist dem Feld scheinbar wieder mal egal, dass Ausreißer vorne sind. Meyer konnte sich absetzen. Hinter ihm ist Mikin, dann Sikolo und Ilesic. Heißt also zu Deutsch, ja, Regui wird heute nicht um den Tagessieg mitsprinten können. Aber das ist auch in Ordnung, dann ist das eben so. Können wir uns ja mal kurz angucken, was hier vorne denn so Schönes passiert. Wobei auf der anderen Seite, ich glaube, Meyer wird das schon machen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, dass Regui hier eine gute Platzierung holt. Das ist, glaube ich, wichtiger, als was die da vorne machen. Travis Meyer gewinnt tatsächlich die Etappe, der Mann von Drapac vor Jansi Kohl. Wer wird Dritter? Das ist jetzt natürlich die nächste Frage. Und die fangen hier jetzt schon an zu sprinten. Was heißt jetzt schon? Es sind noch 2,7 Kilometer. Es sind noch 2,7 Kilometer. Regui. Der gibt hier Vollgas, aber das wird wahrscheinlich so sehen. Oh, ja, schade. Warte mal. Ich gebe jetzt hier noch nicht ganz Vollgas. Ich folge nochmal. So, Regui. Jetzt muss er rauskommen. Das war natürlich nicht so gut. Das war nicht so gut. Laska. Regui wird Dritter aus dem Feld. Raska Albasini, Regui. Dann Wouter Wippert, mein absoluter Held bei United Healthcare in meiner privaten Karriere. Siegerehrung brauchen wir heute nicht, es blieb alles beim Alten. Regui holt also nochmal einen Top-10-Platz, 7. heute, 3. aus dem Feld heraus, das ist doch mal eine ganz gute Leistung. Und in der Gesamtwertung sieht alles beim Alten aus, Tekla Heimerloth, dann Kudus und eben Padilla. Und in der nächsten Folge, meine Freunde, in der nächsten Folge geht es in die Bergetappe, in die Berge, die zweite Bergetappe und damit die letzte der Malaysia-Rundfahrt und damit schon so etwas wie die Vorentscheidung. Preisgeld, 5.000 Euro haben wir gewonnen durch das gute Resultat bei Grand Prix Almeria, das ist sehr schön. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid so gespannt.